musstest du das mal installieren. Okay. Nee, aber man hört mich. Is far greater than the fear of being hurt, and that means that you've very much got to weigh up your opponents to see where they are, and you're wheel to wheel with these guys. If they're in a strong situation, their car is running well, and you're both in a good position, at that point it's like playing high speed poker. All you can do is try and gauge the profile of your opponent right, and hope that you've hope you come out in front of him. Ja, ich höre dich, nur man hört mich auch stellenweise im Stream. Ich hört man nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu den Couchmasters. Heute Abend sind wir auf dem PC unterwegs in der GT4, GT3 Mixed Series. Wir fahren heute auf der Rennstrecke Spa-Francorchamps, der Ardennen-Achterbahn. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich bin nämlich heute glücklicherweise wieder nicht alleine, sondern ich habe wieder Unterstützung vom lieben Phil. Der ist wieder mit dabei, auch gleich mit Bild. Da sagen wir doch einfach gleich mal Hallo zum Phil, da müsste er jetzt am Start sein. Hallo! Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Natürlich auch einen schönen Abend. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich freue mich auch heute wieder mit Bild dabei zu sein, auch wenn es ein bisschen unscharf ist, aber läuft alles wunderbar. Wir sind alle bestens vorbereitet und die letzten 15 Minuten 30 im Qualifying laufen. Wir sind alle heiß drauf. Wie der Chris schon gesagt hat, die Ardennen-Achterbahn mit der legendären Passage, die Eau Rouge. Wir dürfen heute sehr viel Spannung erwarten, gerade in der Mixed-Kombination GT3, GT4. Und sind wir gespannt, was die Fahrer uns heute zu bieten haben. Ja, absolut. Da bin ich absolut gespannt, gerade auch, was wieder die Zeiten angeht. Man sieht es ja schon, von unserem Philipp Adler vom Team Kolbenschmiede. Der ist schon mal wieder an der Spitze unterwegs. Also das Team momentan auch bei den Couchmasters sehr stark. Er fährt hier jetzt mit 2.19, 5.32. Phil, bist du hier auch schon gefahren eigentlich? Ich bin hier auch schon gefahren auf Spa. Eigentlich so ziemlich, würde ich behaupten, jeder Simracer ist schon auf Spa gefahren, egal ob Rennen oder Training, weil die Strecke ist halt doch legendär. Also ja, ist mit einer der interessantesten, anspruchsvollsten, aber auch schönsten Strecken, meiner Ansicht nach. Das stimmt auf jeden Fall. Ardennen-Achterbahn, ich weiß nicht, hast du dich ein bisschen informiert? Weißt du, warum die so heißt, Ardennen-Achterbahn? Also ich weiß es, aber du kannst es natürlich jetzt auch nochmal sagen. Oder du willst mir meinen großen Moment heute Abend lassen, dass ich auch mal was erklären kann. Also da lasse ich dir heute den ganz großen Moment. Da ich heute noch nicht ganz so fit war, habe ich den halben Tag verschlafen, bin ich ehrlich. Schande über mich, aber dann hau mal raus. Ja, also Ardennen-Achterbahn einfach, weil sie natürlich in den Ardennen gelegen ist, also in Belgien, und dort geht es natürlich hoch und runter. Also wir haben hier massive Höhenunterschiede, die Kurven sind auch recht eng, es gibt lange, es ist sehr schnell, und da halt eben das Höhegefälle dort an der Rennstrecke also am meisten ausmacht, spricht man hier halt einfach auch von einer Ardennen-Achterbahn, weil es halt eben schnell hoch und runter geht. Also so viel kurz erklärt. Danke, dass du mir auch mal was gelassen hast. Normalerweise bist du ja unser Lexikon und weißt ja ziemlich viel. Es ist, wie gesagt, auch die Eau Rouge, es ist ja die Kurve, die ja absolut spannend ist, die auch leider Tragödien beherbergt hat, also auch in dem leider viel passiert ist. Allerdings weiß ich, habe Aufnahmen gesehen, die wurde ja auch dieses Jahr umgebaut, jetzt im Winter, glaube ich, die Eau Rouge. Wenn ihr da was wisst im Chat, also ich habe ein paar Bilder gesehen, könnt ihr das gerne mal reinschreiben. Ansonsten sage ich erstmal Hallo an den Frank Slow, der hat eingeschalten. Auch danke fürs Lob. Und ja, also wie gesagt, eine der spektakulärsten Rennstrecken, würde ich sagen. Also Spa-Francorchamps, ich glaube, da willst du als Fahrer auch immer mal fahren. Und persönlich muss ich sagen, ich war in Europa schon an ziemlich vielen Rennstrecken, aber die fehlt mir noch. Da müssen wir vielleicht mal auch einen Ausflug hinmachen, Phil, oder? In echt. Oh ja, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Eau Rouge, ich kenne sie viel von Bildern. Viel von den Langstreckenserien, also da bin ich ja auch selber sehr hinten dran und schaue die eigentlich auch immer sehr gerne mit an.
Da macht es natürlich schon viel Spaß und ja, die Eau Rouge wurde anfangs linksseitig umgebaut. Was jetzt genau dahin gekommen ist oder wie sie optisch jetzt aussieht, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe Bilder nur vom Umbau gesehen während der Umbauphase. War gerade die Kurve, die gerade im Bild war mit dem Tim Steinbrecher übrigens. Ja. Genau. Da habe ich auch Bilder gesehen vom Umbau, aber wie es jetzt final ist, ob sie schon fertig sind und was da jetzt genau passiert ist, da habe ich leider auch keine Infos. Aber so ein Ausflug, da hätte ich definitiv mal nichts dagegen. Jetzt ist unser erstes Projekt ja erstmal in Hockenheim uns zu treffen. Und dann können wir ja gerne mal ein Streaming-internes Treffen machen, wo wir dann gewisse Ausflüge machen und uns vielleicht auch ein paar Insider-Informationen holen. Ganz genau. Und zur gleichen Zeit möchte ich der Doris Hockenheim im Chat auch einen wunderschönen guten Abend wünschen. Wer mag das wohl sein? Wer mag das wohl sein? Löwy Senior auch am Start. Genau, auch an dich, Löwy Senior, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Ja, genau. Wie gesagt, also jetzt auch hier nochmal der Aufruf an alle da draußen, an Fans und Fahrer und Familie, wir planen ein Couchmasters-Treffen. Wir würden das natürlich am Rahmen einer Veranstaltung am Hockenheimring machen. Warum am Hockenheimring? Da sind wir einfach gut vernetzt. Und unser Sponsor kommt daher, nämlich der BMC, der Badische Muttersportclub Hockenheim. Also nicht nur ein Sponsor, auch ein Partner, der uns hier viel möglich gemacht hat, der uns massiv unter die Arme gegriffen hat und der auch bald mit einer eigenen Rennserie an den Start gehen wird. Also mit dem Thema iRacing, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Und mit dem Thema iRacing starten wir mit der NASCAR-Serie vom BMC. Wie die genau heißen wird, wissen wir noch nicht. Allerdings stehen die Rennstrecken schon fest. Eine davon wird logischerweise Hockenheim sein, die anderen werden noch offen sein. Wir werden 4 Rennen von den 8 im Oval fahren und 4 auf normalen Rennstrecken. Das heißt, wer hier Fan ist vom amerikanischen Rennsport oder gerade NASCAR, der ist jetzt auch bei uns genau richtig, auch mit dem iRacing. Wir sind auch neu davor und auch steigen hier ein. Also wenn ihr vielleicht gerade jetzt überlegt, hey, ich möchte dem Thema mich widmen, werdet ihr hier bei uns genau zusammen gerade an der richtigen Stelle. Dann werden wir mit euch zusammen in dieses neue Thema iRacing auch zusammen eingleiten und dann können wir da auch einfach mal sehen, was passiert. Eine sehr spannende Sache und vielen Dank da auch nochmal an den BMC, an den Badischen Motorsportclub Hockenheim. Ja, der hat übrigens auch Instagram und Facebook, Badischer Motorsportclub Hockenheim. Geht dorthin, folgt, liked, das wäre schon mal super. Danke. Ja, da hast du ja alles gesagt zum nächsten upcoming Event, Thema iRacing, Simulationsracing. Es wird wachsen, es wird immer mehr dazukommen. Ich kann nur so viel sagen, seid gespannt. Es wird sehr wahrscheinlich nicht die letzte Neuerung sein. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt heute erstmal Spa-Francorchamps. Und die ersten Key Facts im Qualifying. Bei 9 Minuten Fahrzeit aktuell der Philipp Adler mit einer 2.18 in Führung und jetzt kommt's in der Geschwindigkeitsmessung, in der Speed Trap mit 263 km/h gefahren. Ist allerdings nicht der schnellste Fahrer. In der Speed Trap hat der Florian Hölz den Rekord aktuell liegen mit 267 km/h gefahren. Florian Hölz, dann holen wir uns mal ins Bild. Da ist er. Der wunderschöne Ferrari 488 ist das. Mit, vom Flues Racing bei Kolbenschmiede, wenn man so will. Das Satellitenteam wahrscheinlich von Kolbenschmiede. Also, wenn ihr da zuschaut, liebes Team von Kolbenschmiede und Flues Racing, gebt uns gerne Infos über euer Team. Wir wissen ja, im Instagram seid ihr auch vertreten. Also, auch das Team Kolbenschmiede findet ihr dort. Schaut da vorbei, auch hier liken, das ist immer schön, da freuen sich die Fahrer. Aber könnt ihr uns mal aufklären, wie Flues Racing bei Kolbenschmiede, wie das zusammenhängt, wie eure Struktur ist? Ist natürlich für uns auch interessant und auch für die Zuschauer. Und dann können wir euch natürlich auch gleich ein bisschen Werbung machen. So, Bestzeit haben wir momentan vom Philipp Adler. Der fährt hier 2 Minuten 18, 9, 6, 7. Da haben wir ihn im Bild. Also er fährt auch gerade wieder aus der Box raus. Da sehen wir in dem BMW Philipp Adler vom Team Kolbenschmiede 2, 18, 9, 6, 7. Zweiter Platz, auch sehr schön zu sehen, ist
Der Ronny Lab, der steht gerade an der Box. Letztes Sprintrennen hat er ja ziemlich Pech gehabt, hat sich da geärgert, war ja auch auf Podiumskurs unterwegs. Ja. Deswegen drücken wir ihm heute mal die Daumen. Also wie gesagt, ich bin für jeden Fahrer. Ich würde am liebsten, dass jeder Fahrer heute gewinnt, jeder den ersten Platz macht. Es geht aber leider nicht. Also natürlich, wenn einer besonders mal Pech hatte, dann drückt man dem natürlich auch die Daumen, dass der mal nach vorne kommt. Und es war jetzt so, Ronny Lab konnte nichts dafür, also es konnte niemand was dafür. War einfach ein bisschen Rennen geschehen, ein Unfall. Und ja, ah, guck mal, die haben vorne sogar das Logo auf der Motorhaube drauf von Team Kolben Schmiede. Der Kolben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mit dem Flügel, sieht cool aus, ja. Ja, mit den Flügeln. Ja, vorne hier, der Ronny Lab, genau. Von SAS Motorblock gesehen, das war auch beim Philipp Adler drauf. Beim Ronny ist auch sein Kürzel. RL77. Beim Philipp Adler war sogar SAS Motor. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr da draußen eingeschaltet habt und ihr seht, die Fahrzeuge, die haben ein Design, das die Fahrer sich selbst auswählen. Die können dort Logos drauf machen und das dann natürlich fahren. Also von daher eine ziemlich coole Sache. Schauen wir nochmal. Du hast auch beim Philipp Adler, jetzt muss ich mal gucken, Leute. Also beim Ronny ist das SAS Motorblock Logo auf der Motorhaube drauf. Aha. Da habe ich es gesehen. Ah ja, tatsächlich, noch, in der Mitte, genau, noch, ja. Genau, noch andere Werbung. Auch sein Kürzel RL77, genau. Speedy Rux kann ich da also, noch erkennen. Warum erwähne ich den Ronny oft im Stream? Er macht viel für uns, er macht coole Reels, also Videos, die er anschaut, ist da sehr aktiv. Also wenn ihr ihn unterstützt, unterstützt ihr automatisch auch uns, beziehungsweise unterstützt jedes Team und jeden Fahrer. Ich rufe jetzt nochmal auf, wenn ihr euch im Nachhinein die Streams anschaut, schreibt eine Mail an orga@couchmasters.de mit eurem Link zu eurem Social Media, Facebook oder Instagram. Das kann das Team Sack of Rice sein oder Kolbenschmiede, was wir haben. IRT gibt es ja auch, die haben alle Instagram, die würden sich auch tierisch freuen, wenn ihr als Zuschauer einfach mal die Profile liked. Die machen ganz tolle Sachen. Und ja, das wäre halt einfach schön. Und euch jetzt nochmal ein Aufruf, wenn wir da Werbung machen sollen als Fahrerteam bei uns, dann machen wir das gerne. Also schickt uns da einfach die Link, also hier die Links, hier nochmal der Aufruf dazu. Ah, schau mal an, die Chrissy ist auch da. Jetzt jawohl. Frage an dich, wer könnte das wohl sein? Ja, wer könnte das wohl sein? Aber auch schön, dass sie eingeschaltet hat, dass sie dabei ist. Ja, die schaut von einem Stockwerk tiefer dann zu. Ja, also die Familie ist schon mal am Start, das haben wir ja auch im letzten Stream schon gesagt. Das ist natürlich immer schön, wenn die ganze Familie da die Unterstützung hat. Ja, Lars Meissner ist am Start, der fährt hier auf Platz 5, da haben wir ihn im Bild. Er fährt ebenfalls für das Team Kolbenschmiede. Er aber ja auch bei der GT3-Serie zusammen mit dem David macht er zusammen ja das Live-Stewarding. Das heißt, die bewerten gleich die Unfälle. Der David müsste auch am Start sein, den können wir auch mal im Bild kurz reinholen. Da ist er. Da fährt er auch für das Team Kolbenschmiede. Und da muss man ja natürlich auch mal sagen, die beiden, der Lars Meissner und der David, Entschuldigung, jetzt wird er mir wieder den Kopf von den Schultern reißen, der David, die machen da richtig viel Arbeit im Hintergrund, genauso wie alle anderen auch im Orga-Team. Von daher nochmal ein fettes Dankeschön. Aber David und dem Lars kann man ja eigentlich, wenn man so will, schon verdanken, dass wir heute so breit auch aufgestellt sind im PC-Bereich. Aber nicht nur im PC-Bereich, sondern wir fahren auch, wie ihr alle wisst, auf der Konsole PlayStation. Sieht leider schlecht aus. Am 22. das große Update. Morgen um 20 Uhr geht es nämlich los ins Finale der PlayStation All-Stars. Und PlayStation All-Stars haben wir gemacht, zum einen, weil es nicht sicher war mit dem großen Update, ob PlayStation 5 und PlayStation 4 Fahrer noch zusammenfahren können. Und so wie ich das aus unserem Discord rausgehört und gelesen habe, geht's wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich doof. Ich ärgere mich auch, weil es ist natürlich für uns dann auch mehr Aufwand und die Frage, ob wir es überhaupt schaffen können, PlayStation 5 und PlayStation 4 Fahrermeisterschaft noch irgendwie zu organisieren. Also das ist sehr schade, weil ich das natürlich auch nicht fallen lassen will. Also deswegen morgen nochmal einschalten. Morgen gibt es nochmal die große Möglichkeit. 20 Uhr, das Finale PlayStation All-Stars. Phil, du bist dabei, oder? Wenn alles gut läuft. Oder nee? Ja, doch, dabei bin ich definitiv. ich freue mich nämlich schon auf das All-Star-Finale. Gut. Es ist ein sehr interessantes Starterfeld. Es ist eine sehr interessante Strecke. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da die Fahrer bieten werden. Vor allen Dingen, viel Renn-Action wird versprochen. Wir fahren ja GT3 und GT4. Sprich, da
geht richtig was los. Also sei dabei, verpasst es auf keinen Fall. Definitiv mit einschalten und dabei sein. Wer nicht kann, kann auch übers Handy schauen. Also Twitch geht auch übers Handy. Das ist alles möglich. Somit sei dabei, habt Spaß. Und ja, live dabei sein ist einfach das Schönste. Yo, was geht? Daniel, hi. Ja, Renn-Action geht gleich. Kurz vor Schluss, oder was heißt kurz vor Schluss? 1 Minute 43. Schau mal, wer da die Bestzeit in den Asphalt gebrannt hat. 2:18. 5:37 hat momentan Florian Hölz, hat sich jetzt hier im Ferrari, wir haben ihn im Bild, hat sich einfach nochmal eine gute Zeit geholt. Und auf Platz 2 kommt der nächste Paukenschlag. Oh, wir haben einen neuen Polo. Jawohl, Daniel, danke für dein Abo. SAT-Daniel84. Ja, Daniel, richtig geil, Monate dass du auf 5 Monate verlängert hast. Richtig feine Geschichte. Danke dir. Genau. Auf Platz 2 haben wir den Steven Reinhardt. Ja, da ist er im Bild auch. 720S GT3. Ja. Mit einer 2 Minuten 18 720. Und in der Speedtrap gemessen 3 km/h in Anführungszeichen langsamer wie der Florian Hölz auf Platz 1. Sind wir mal gespannt. Genau. Da können wir mal sagen, alle da draußen Zuschauer jetzt mal aufwachen, reinschreiben. Was meint ihr? Philipp Adler, Team Kolbenschmiede, haut der jetzt nochmal kurz vor Schluss nochmal eine Bestzeit? Hat sich schon erledigt. Gerade sage ich's. Also 2 Minuten 18,485 hat er nochmal nachgelegt. Die Startnummer 494, der Philipp Adler vom Team Kolbenschmiede hier im BMW hat er nochmal, aber wie knapp. Also gerade mal 0,052 Sekunden Rückstand, Florian Hölz. Und ja, von Platz 1 bis Platz 4 alle in derselben Sekunde. Das ist natürlich schon absolut spannend. Ja, das ist, da hat er ein Händchen für, der Philipp. Also der kann da richtig gut so im Qualifying noch ein paar Plätze abstauben, so kurz vor Schluss. Da hat er wirklich ein Händchen für. Jetzt schauen wir mal vielleicht in der letzten Runde, ob sich da noch was tut und was ändert. Holt aus, aber jetzt nicht mit Escape zurück in die Box. Ronny, denk dran. Bleib stehen oder fahr heim. Hatten wir ja, ich weiß gar nicht, ob er am Start ist. Leider nicht. Ich glaube, bei der GT3, der Chris Leusch, der hat ja da, wie gesagt, wir haben es ja auch schon geklärt, der hat mir im Nachhinein noch geschrieben, dass er ja tatsächlich wirklich, wenn du halt so krass konzentriert bist und im Thema drin bist, oh. Das kann jetzt auch sein, dass es automatisch passiert ist, da die Qualifying-Zeit zurückgesetzt worden ist. Danke, oh, A86 für Follower. Danke, super. Bernda86, super. Mega, Dankeschön. Ja, also wie gesagt, das kann halt passieren, dass du so konzentriert bist und in einem Film bist, dass du halt dann einfach drückst. Nochmal, um euch das auch alle den Zuschauern zu verdeutlichen, wir versuchen natürlich den Realismusgrad so größtmöglich zu machen, wie es geht. Das heißt, wir würden gerne, dass in unserem Reglement das so ist, dass wenn wir hier die Couchmasters fahren und ihr fertig seid mit dem Fahren, dass ihr noch eine Runde zurückfahrt langsam in die Box rein und das Fahrzeug abstellt. Da wir ja unterwegs sind auf Konsole oder PC, es natürlich Gründe gibt oder Dinge, die natürlich auf der Hand liegen, die einen Unterschied haben zur Realität, kann man auch mit einer Escape-Taste drücken und springt zurück in der Box. Das wollen wir nicht. Aber manchmal bist du so konzentriert, dass du vielleicht nicht dran denkst, dass du gerade ein offizielles Rennen fährst und drückst die Taste. Und das ist halt passiert und er musste hinterher starten, hat nicht aufgegeben, hat aber dann auch fantastisch viele Plätze aufgeholt, die meisten Plätze. Also hat er sehr gut gemacht. Ich habe nochmal mit ihm geschrieben. Das wäre jedem passiert. Das wäre mir passiert, das kann jedem mal passieren. Also ich glaube, davor ist man nicht gefeilt. Das ist mir auch schon passiert, also um Gottes Willen. Wichtig ist es ja einfach nur so gut als geht. Gibt ja auch die Situation im Qualifying, man fährt ja mit Quali-Sprit, nennt genau. sich das Ganze. Und zwar, du hast viel, viel weniger Sprit mit an Bord, um nochmal leichter zu sein, Gewicht zu sparen und somit auch vielleicht eine schnellere Zeit zu fahren. Dann rollst du aus und dann... ja, dann kommst du nicht mehr zurück in die Box. Es gibt so Einzelfälle natürlich. Was aber ganz klar ist, wenn du einmal in die Box zurückgesprungen bist, darfst du nicht wieder rausfahren. Sprich, ja. Egal ob unverschuldet oder verschuldet, man darf nicht mehr rausfahren. Finde ich auch absolut in Ordnung, denn wie du es gerade schon erklärt hast, wir fahren hier eine Simulation. Wir versuchen hier schon mit den Möglichkeiten
so realitätsnah wie möglich zu sein, denn die Fahrerinnen und Fahrer sitzen ja auch nicht mit dem Joypad beim PC am Schreibtisch und fahren, sondern sitzen im Rennstuhl, Rennsessel, wie auch immer, und haben auch Lenkräder und Pedalen. Also es ist alles schon sehr, sehr realitätsnah. Und demnach wollen wir uns einfach anschließen und so gut als geht versuchen, wirklich auch diesen professionellen Rennsport rüberzubringen und auch zu vermitteln. Ganz genau, das ist unser Ziel. Ich habe es ja auch schon oft gesagt, ich reiße es aber nochmal kurz an. Ich habe immer den Gedanken im Hinterkopf, dass vielleicht mal jemand heute einschaltet, der das erste Mal bei uns ist oder vielleicht das erste Mal beim Simracing. Es gibt die höchste, also ja, sag mal, Behörde ist ein falsches Wort, aber die höchste Organisation in Deutschland ist der DMSB, der Deutsche Motorsportbund. Der wird getragen von den Sportverbänden. Das ist einmal der DMV, der ADAC, der AVD, der ADMV, der Porsche Cup Deutschland, also die tragen das. Und die Sportverbände machen eben halt auch den Sport. Und der DMSB hat Simracing als Motorsport anerkannt. Das war schon mal ziemlich gut. Und letztes Jahr ist nochmal was passiert, was das nochmal weiter hochhebt. Und zwar der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, hat Simracing als Sportart anerkannt. Es ist die erste E-Sport-Sportart, die als richtiger Sport anerkannt wurde. Liegt zum einen auch daran, mit der ganzen Technik hinten dran, mit dem Simrig, was wir ja schon erzählt haben, mit dem Lenkrad und was es da alles gibt, weil man da wirklich echte Kräfte aufbringen muss und man dann echt anfängt zu schwitzen, also man mit wirklicher Körperkraft da rein muss. So, die Qualifikation ist zu Ende. Es wird von der Pole Position aus starten. Der Philipp Adler, Platz 2 Florian Hölz, der hat ja auch letztens schon gezeigt, was er kann. Steven Reinhardt startet von Platz 3, Ronny Lepp von 4, Robin Dietzler von 5, Luca Wagner auf 6, auf 7 Jonas Rode, auf Platz 8 der Lars Meissner, auf Platz 9 Dieter Brecht, auf Platz 10 Severin Ebert. Und Platz 11 Robert Zimmer, Platz 12 Reto Ebert, ich muss ein bisschen klein, Entschuldigung, 13 Lars Wintermandel, 14 Nico Höferlin, auf 15 Janni Politis, auf Platz 16 Manuel Rindt, auf Platz 17 Leon Müller, auf 18 Tim Pietschmann, 19 Lennart Pfeil, entschuldige bitte, 20 Tim Steinbrecher, auf 21 Oliver Martens, 22 Robert Blied, 23 David Winneck und auf 24 Florian Göldnitz, auf 25 Florian Spieler und auf 26 Thorsten Volkers. Also 26 Autos heute am Start, ich freue mich schon wie Bolle, gleich geht's los. Hat jemand einen Tipp? Ich würde mal sagen, der Ronny möchte heute ja bestimmt wieder was gut machen vom letzten Rennen. Das heißt, er wird ordentlich Gas geben und Druck machen, dass er da hinterherkommt. Der möchte wahrscheinlich aufs Podium, also wird er da auch ein bisschen mehr Gas geben. Wobei ich ganz klar sage, jetzt so auch den Florian Hölz, ja, und den Steven Reinhardt. Die haben hier jetzt eine richtig, richtig gute Zeit in den Asphalt gebrannt. Und natürlich die Rechnung darf man noch nicht ganz abschließen. Denn der Philipp Adler fährt hier aktuell ja auch die ganze Saison schon richtig, richtig gute Zeiten. Team Kolbenschmiede, ich hole mal kurz etwas aus, ist gestern auch ein richtig interessantes Rennen gefahren. 9 Stunden Kialami. Ich hab's verfolgen können. Die sind da auf Platz 11 gelandet, waren zwischenzeitlich mal, die hatten am Anfang eine Strafe drin, unberechtigterweise muss ich sagen, die waren zwischenzeitlich mal auf Platz 40 und haben sich dann auf Platz 11 vorgekämpft. Eine richtig kranke Leistung, was die da abgeliefert haben. Da war der Philipp Adler ebenfalls dabei. Also ich glaube, das könnte heute doch nochmal richtig spannend werden, weil die Fahrer sind heiß. Gerade hier Spa, die legendäre Strecke, verspricht so einiges, also sind wir mal gespannt. Genau, wir sind jetzt noch in der Pre-Start-Phase, also es geht gleich los. Die Fahrer können jetzt nochmal in ihren Menüs, das können wir leider nicht sehen, beziehungsweise wenn ihr vielleicht doch die Streaming-Kanäle der Fahrer habt, könnt ihr da vorbeischauen, dann seht ihr natürlich jetzt auch, die können nochmal die ein oder andere Einstellung vornehmen. Das bedeutet nochmal nach den Reifen gucken, Einstellungen, ich glaube, da kannst du mir widersprechen, Phil, du bist ja selber aktiver Fahrer. Du fährst ja in der GT3-Meisterschaft mit und was stellt man jetzt nochmal ein? Vielleicht kannst du nochmal so ein paar Worte sagen.
ja, so die Zeit bis zum Start nach dem Qualifying ist eigentlich nochmal, stimmen die Reifendrücke, da nochmal vielleicht nachjustieren. Man kontrolliert einfach nochmal, hat man genug Sprit mit an Bord, stimmt die Boxenstopp-Strategie. Also heißt auch, welche Drücke hat man danach, nach dem Boxenstopp, wobei man die auch noch während dem Rennen an die Box durchgeben kann. Wie viel Liter Sprit man mitnimmt, was für eine Strategie man fährt. Man kann nochmal nachjustieren am Spoiler etc., wie sich das dann drauf einwirkt auf die Aerodynamik. Und eigentlich nochmal so Kontrolleinstellungen und nochmal drüber gucken, hat man alles, dass man ja nichts vergisst. Das sind eigentlich so auch immer meine Phasen, die ich dann vor dem Start nochmal abarbeite. Reifendrücke, wie viel Sprit, stimmen die Drücke für nach den Boxenstopp, passt da alles soweit? Oder habe ich mich doch umentschieden, dann muss ich es halt nochmal umstellen. Aber das sind so eigentlich die letzten Feinheiten, die dann nochmal überprüft und eingestellt werden. Handschuhe nochmal gucken, vielleicht nochmal einen Schluck trinken. Der ein oder andere steigt dann auch nochmal aus, bremst jetzt aus und geht nochmal auf die Toilette. Und ja, also Dinger sind da dann noch möglich. Ja, das ist auf jeden Fall mega interessant, weil man muss ja auch nochmal überlegen, naja, was mache ich alles? Und von daher sollte man ja sich da gut vorbereiten, weil wir fahren ja jetzt eine Stunde. Das ist sehr schweißtreibend. Aber an der Stelle nochmal vielen Dank an den Badischen Motorsportclub in Hockenheim. Das ist unser neuer Partner bei den Couchmasters. Er wird ja bald mit einer eigenen Serie am Start gehen. iRacing, 8 Rennen, also ein Rennen im Monat. Wir fahren auf 4 Ovalkursen und auf 3 normalen Rundstrecken, 4 normalen Rundstreckenrennen. Einer davon ist Hockenheim. Das sei schon mal verraten. Wir machen ja schon ganz oft Werbung. Wir sind hier noch in den finalen Zügen im Plan. Also es dauert noch ein bisschen. Aber trotzdem nochmal vielen, vielen Dank an den BMC Hockenheim. So, und während der kurze Spot vom BMC Hockenheim zu sehen war, fahren die Fahrer jetzt in die Einführungsrunde hoch, die Orange hinauf und versuchen jetzt die Bremsen, die Reifen auf Temperatur zu kriegen. Vielleicht nochmal so ein bisschen über das sogenannte Waven, also das Rechts-Links-Fahren. Ja. Dieses steile oder enge Kurvenfahren bringt auch noch ein bisschen Temperatur auf die Reifen, macht die einfach ein bisschen wärmer. Somit gerade für die ersten Kurven ganz wichtig, dass man da genug Traktion hat, dass die Bremsen richtig arbeiten. sehr wichtig, gerade hier auch in der Rouge werden wir nachher sehen, wird es sehr interessant werden. Der eine schwört auf das Waven, der andere fährt einfach nur geradeaus, so wie der Philipp Adler zum Beispiel, und hat beim normalen Geradeausfahren die Bremse betätigt. Somit kriegt er auch die Bremsen auf Temperatur. Und durch die Bremsen bringt er auch dann die Reifen auf Temperatur. Weil wenn man so überlegt, die Bremsen können 800-900 Grad irgendwann mal erreichen. Ja. Rot glühend. Ja, rot glühend, und die Temperatur geht dann über in die Reifen, was dann auch den Druck ein bisschen anhebt und somit dann für bessere Verhältnisse sorgt. Ganz genau. Also wir sind gespannt. Wir starten gleich Rennen 3 Couchmasters GT3 GT4 Sprint. Wir fahren heute auf der legendären Rennstrecke der Ardennen-Achterbahn in Spa-Francorchamps. Wir sind in der Einführungsrunde. Die Bestzeit hat sich wieder mal kurz vor dem Schluss Philipp Adler vom Team Kolben Schmiede gesichert. Von Platz 2 geht Florian Hölz ins Rennen und von Platz 3 Steven Reinhardt. Also so sieht es momentan aus bei den ersten drei. Also wir sind absolut gespannt, was passiert. Ja, mir schlägt jetzt schon langsam ein bisschen das Herz hoch. Es geht gleich los. Also hier wird nochmal das schöne Waven gemacht. Das ist nämlich auch toll, was der Phil hier erklärt hat. Da möchte man auch nochmal kurz sagen, ja, der Phil fährt ja selber in der GT3-Klasse. Also von daher weiß er auch, was er erzählt. Und da brauchst du nicht bescheiden sein. Also ich versuche es zumindest mitzufahren und dabei zu sein. Also ich bin zwar jedes Mal am Start, aber ich bin da eher so der ambitionierte Hobby-Rennfahrer, möchte ich mal so sagen. Naja, ich sag mal. Plätze überlasse ich da gerne den Profis. Aber wen wir auch
nicht außer Acht lassen dürfen. Wir sind ja heute im Mixed-Rennen und klar ist, die GT3-Fahrzeuge sind schneller. Somit steht bei der GT4-Serie heute der Tim Pietschmann auf der Pole-Position. Der startet in der Gesamtwertung von Platz 18, ist aber in der GT4-Wertung auf Platz 1. Der Lennart Pfeil auf Platz 2 und der Tim Steinbrecher auf Platz 3. Also auch hier sehr enges Fahrerfeld. Und auch hier dürfen wir gespannt sein, wie das ganze Rennen verläuft, weil die Top 3 könnte schon ein engerer Kampf geben. Genau. Tim ja auch unser Sportdirektor, ja, mit einer der Gründer Couchmasters, der auch mit viel aufgebaut hat. Also von daher auch hier immer schönes, viel dickes Dankeschön an ihn. Er ja auch einer der jüngsten Referenten des Deutschen Motorsportverbands, ist er ja dafür, verantwortlich für den Deutschen Motorsportverband für Simracing. Also auch schön, dass er bei uns hier mit sich engagiert und mit dabei ist. So, Fahrzeuge nehmen langsam Startaufstellung. Wir starten aber nicht hier, soweit ich es richtig weiß, sondern auf der anderen Start- und Ziellinie gibt es nämlich zwei in Spa-Francorchamps. Genau, und weißt du, welche Startziel auch für welche Fahrzeuge gedacht ist? Nee. Aber warte kurz noch, bevor ich, oder kannst du schnell sagen, weil ich werde gleich immer nervös, wenn wir starten. Die eine ist für die GT-Serien und die andere ist für die Formel 1. Also Formel 1 ist das, was wir gerade gesehen haben. Jetzt geht es noch einmal um die Kurve, also in Fahrtrichtung rechts. Die kommt jetzt gleich am unteren Bildrand. Geht es also für uns aus gesehen nach links, für die Fahrer nach rechts. So, und jetzt geht es gleich los. Also drittes Rennen, Couchmasters, GT3, GT4, Mixed Sprint Series, hier gleich am Start. Wir sind gespannt. Also, gleich müsste es grün kommen. So, Fahrzeuge jetzt schön hintereinander. Jetzt wird es natürlich gleich heiße Phase. Wir sehen dann gleich grün eingeblendet. Die grüne Flagge am rechten Rand der Boxenmauer müsste sie gleich kommen. Beziehungsweise links sogar, sehe ich hier. Und jetzt ist es gestartet. Also, da ist die grüne Flagge jetzt links gewesen. Rennen geht los. Philipp Adler kann sich da gleich behaupten. Nein, da gibt es die Berührung. Ah, schade, das war das. Ja, schade. Weiter hinten war das. Das müsste der Sven gewesen sein, der dem, ja, Florian hinten ins Heck reingefahren ist, aber er so fair und gibt es vorbei. Eieiei, da gab es die Berührung, das schiebt aber jetzt das ganze Feld nochmal auseinander, aber die lassen sich vorbei, das ist fair genug. Der Einzige, der jetzt da mitmischen will, ist natürlich der Ronny Lepp, der versucht da ein bisschen reinzukommen. So, hier nochmal schön das Fahrerfeld, da geht's durch. Ja, Ronny Lepp jetzt auf 2, der hat ein bisschen profitiert von dem Berührer. Auch profitiert hat der Robin Dietzler, der jetzt auf Platz 3 direkt hinten dran fährt. Der hat natürlich hier ein bisschen profitiert. Und es müsste nämlich gewesen sein, wenn ich es richtig weiß oder gesehen habe, der, ja, Sven müsste das gewesen sein, ne? Ne, Steven Reinhardt ist dem Florian Hölz ins Heck gefahren. Das ist natürlich sehr schade, aber wir haben eine Stunde Rennen. Es kann natürlich noch viel passieren. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, die Rouge am Anfang sehr, sehr schwierig, sehr anspruchsvoll vor allen Dingen zu fahren. Sehr schade für die Startphase und vor allen Dingen eben für die Fahrer, ganz besonders für den Florian. Aber ich glaube, in der Stunde, die du auch erwähnt hast, da ist noch einiges drin, ist noch einiges möglich. Naja, ist jetzt auf Platz 18, da haben wir ihn im Bild. Entschuldigung, wenn ich hier gerade reingrätsche. Natürlich jetzt eine Stunde fahren, aber Platz 18 von Platz 2. Das ist halt natürlich 18, nicht ganz, aber so viele Fahrzeuge jetzt vorne dran. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, ne? Das ist aber halt, ja. Ja, definitiv ärgerlich, da gebe ich dir absolut recht. Und wen sehen wir vorne? Den Philipp Adler, den Ronny Lepp. Hier die beiden Kolbenschmiede teamintern haben sich da doch wirklich die Top 2 Plätze gesichert. Und auf P3 ist der Robin Dietzler. So, Jonas Rode versucht jetzt vorbeizukommen vom SOR Racing. Vorne fährt ihm Robin Dietzler. Entschuldigung, ich habe so einen kleinen Monitor, bis ich die Fahrernamen alle drauf habe. So, gelb für Lars Meissner. Severin Ebert ist auch gelb. Da verliert Manuel Rinden Platz, der geht von 8 auf 9 zurück. Wir bleiben mal hier kurz an der Spitze. Ja, nebenbei Info, Florian Hölz hat's gedreht, leider schade. Nach der
engen Spitzkehre vor Start und Ziel. Okay, dann haben wir das Überholmanöver gerade eben gesehen von Jonas Rode, der ist vorbeigegangen, jetzt auf Platz 3. Er ist vorbei an Robin Dietzler, der musste sich da geschlagen geben. Und Lars Meissner hat es nach der Eau Rouge rausgedreht, auch sehr, sehr schade. Ja. Lennart Pfeil aktuell in der Box stehend. Schon seit einer Minute, da wird er, glaube ich, den Schaden reparieren lassen, um dann einfach wieder Vollgas zu geben. So, zwei Fahrzeuge jetzt vorbei. Und wenn ich das richtig sehe, ja, okay, das war die erste Rennrunde, da kann man noch nicht viel dazu sagen. Aber erstmal, P206 Freak, herzlich willkommen hier im Chat. Schön, dass du auch wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Auf jeden Fall, heute Abend lohnt es sich definitiv. Spar, Francorchamps, GT3, GT4 Mixed Season. Es wird definitiv spannend. Wir hatten schon die ein oder andere leichte Berührung. Am Start. Ja, am Start. Die schlimmste Phase. Also da bin ich auch immer recht nervös. Jetzt schalten wir gerade richtig ein. Da gibt's ordentlich Druck an der Spitze. Wir bleiben mal dabei. Und zwar habe ich gerade eingeschaltet. Philipp Adler vom Team Kolbenschmiede fährt hier auf Platz 1. Wird von seinem Teamkollegen verfolgt, vom Ronny Lepp, der ja letztes Rennen großes Pech hatte, auch auf Podiumskurs. Leider bei der Überrundung. Ja, Frank Slow. Wow! Danke dir! Genial, vielen Dank, Frank. Danke, Frank. Super. Ja, also, da bin ich ganz aus am Häuschen. Frank, Unterstützung hier, Frank Slow. Vielen Dank für deine Unterstützung. Jetzt macht aber ernst der Philipp Adler, wie wenn er genug Reserven hätte und würde sagen, hey, das ist mir jetzt gerade zu viel, dass die hinter mir fahren. Ich mache jetzt einfach mal eine Sekunde schneller. Währenddessen ist Jonas Rode vorbeigegangen an Ronny Lepp. Ja, Jonas hat auch die schnellste Rennrunde aktuell gefahren. Wow. Mit einer 2 Minuten 19,990. Da geht natürlich noch ein bisschen mehr. Man muss auch dazu sagen, im Qualifying sind sie schnellere Rundenzeiten gefahren, da sie weniger Sprit mit an Bord hatten. Vielleicht auch das Setup ein bisschen aggressiver war. Das spielt dann alles so mit rein. Aber nichtsdestotrotz eine sehr schnelle Rundenzeit darf man nicht außer Acht lassen. Und vor allen Dingen an Ronny Lepp ist auch P4. Robin Dietzler, ja. Der Robin Dietzler, der ist auch definitiv nicht zu unterschätzen. Ja, wir schauen nämlich jetzt aus dem Heck von Ronny Lepp, dem Team Kolbenschmiede, der aktuell auf Platz 3 auf Podiumskurs ist. Ich weiß gar nicht, wie es Team Kolbenschmiede hält, ob die was halten von Stallregie, Stallorder, ich weiß es nicht. Ich glaube eher weniger. Also die fahren sich ordentlich richtig aus im Real auf der Rennstrecke. Ja, also Stallorder, ich weiß es nicht, ob die da irgendwie was haben oder nicht. Auf jeden Fall finde ich es jetzt schon mega spannend. Ich habe auch immer noch leicht schwitzige Hände, wenn ich da zuschaue, weil es ist Rennaction pur. Oh, Ronny Lepp geht weit. Aber es reicht noch. Er kommt nicht vorbei. Also, wir bleiben noch kurz an der Spitze. Wir gucken natürlich dann gleich, wie es weitergeht. Wir fahren heute bei den Couchmasters das GT3, GT4 Mixed Series Sprintrennen. Das heißt GT3 und 4. Fahrzeuge jetzt Robin Dietzler innen vorbei an Ronny Lepp und geht hier auf Platz 3. Aber der Ronny bleibt am Windschatten dabei. Jetzt geht es die Eau Rouge hoch und dann die langen Gerade. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich würde jetzt noch nicht angreifen, Ronny, warte. Aber gut, er muss es selber wissen. Oh nein, da gibt es die Berührung. Ronny Lepp fährt in das Heck von Robin Dietzler. Ausgerechnet hier an der schnellsten Stelle. Oh nein! Das ist ja der ultimative Horror-Crash gewesen. Gott sei Dank. Oh, da ist es natürlich eine großen Schaden, den er da hat. Da wird er lang in der Box stehen bleiben hier. Ah, das tut mir jetzt leid für den Robin. Definitiv. Obi aber auch. Oh, die nächste Berührung! Was war denn da los? Hat er ihn nicht gesehen?
Da haut er den Pullins. Leute. Jetzt geht's ein bisschen echt. Spannend ist es in der GT4 Sektion Platz 19. Da findet auch gerade ein Kampf um Position 3 der GT4 Challenge statt. Und zwar, da tut sich was zwischen David und Oliver Amaten. Ja, was mir jetzt richtig leid tut, ist einfach, Und zwar, Janni Politis, der hat jetzt natürlich das Problem. Der steht, der hat einen riesigen Schaden, auf der gerade bist du ganz, ganz schnell. Ah, das tut mir jetzt ja wirklich, wirklich, wirklich krass leid für ihn. Also er jetzt zurück in der Box, das Fahrzeug ist kaputt. Das tut mir wirklich sehr leid. Definitiv, also hätte mich gewundert, wäre er da zurück in die Box gefahren, selbst aus Erfahrung. Da kann man stellenweise nicht mehr lenken oder auch nicht mehr Gasbremse betätigen. Man steht da auch bestimmt gute 3 Minuten an der Box nur für die Reparatur. Das ist natürlich jetzt klar, einmal Auslöser, war teamintern. Ronny Lepp, der da den Robin ein bisschen weggedreht hat und er ist dann weitergefahren, aber es sah fast so aus, als wäre sich dann vielleicht auch einfach, ist auch nicht einig gewesen, der Janni, wo sich da lang gehen. Ich habe es nicht genau gesehen, aber es sah so aus, als ob es da vielleicht Schwierigkeiten gab, dass der Janni einfach nicht mitbekommen hat, dass der Robin da ein technisches Problem hat und nicht weiter konnte. Ja, das könnte natürlich auch gut und sein. Und die sich dann halt beim Überholen nicht einig wurden. Schade. Frank, so wie du es schreibst, das gibt wieder Mecker. Ich möchte nicht in der Haut stecken. Stecken von den Stewards, die das im Nachhinein arbeiten. Oh, jetzt Spitze, Entschuldigung. Wir haben hier einen Kampf an der Spitze. Der Jonas Rode vom Team SOR Racing ist absolut schnell unterwegs. Der greift den Philipp Adler vom Team Kolbenschmiede an. Also hier die Positionskämpfe um Platz 1. Oh, die schenken sich nichts. Die beiden, da geht's ja ordentlich zur Sache. Wir schauen mal aus dem Heck hier. Wow, von Philipp Adler. Der hängt doch hinten dran. Jonas Rode, jetzt geht er vorbei. Langt's. Philipp Adler außenrum geht weit und jetzt hier der Führungswechsel. Jonas Rode von SOR Racing übernimmt die Führung, aber ich glaube, Philipp Adler lässt sich das nicht gefallen. Der holt auf, der kommt da nochmal zurück. Wart mal ab. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall, wo es auch sehr spannend wird, gerade Platz 17, Platz 18, hört sich weit hinten an, sind aber Platz 4 und 5 Positionskämpfe in der GT4. Im GT4-Sektion, also da geht es auch richtig, richtig eng zur Sache. Zwischen dem David und dem Robert. Wie gesagt, David, unser Organisationsteam, der Verantwortliche auch für den Bereich PC Simracing bei den Couchmasters zusammen mit dem Lars Meissner, die auch das Live-Steer-Ding machen. Also das heißt, genau solche Fälle, die heute passiert sind, müssen die beiden untersuchen. Wir haben da ein Regelwerk und da wird man sich das einfach anschauen und dann auch nochmal entscheiden, was man da macht. Ganz genau. Also die darf man da auch nicht unterschätzen, fahren da auch ein ganz, ganz heißes Eisen. Unter Umständen gerade jetzt. Müssen wir mal Platz schauen. Platz 21 ist gerade ein Positionskampf. Der Thorsten kämpft da gerade mit dem Florian Spieler um die aktuelle Position. Da greift er an, genau. Aktuell. Auf jeden Fall der KTM X-Bow hier auch wieder zu sehen vom Florian. Also hier hat jetzt, genau. Definitiv viel Potenzial. Ja, also wir schauen aus dem Heck jetzt von Thorsten Volkers. Er aktuell unterwegs in der GT4-Klasse. Und hinten dran sehen wir den Florian Spieler. Na, da kommt er jetzt, kündigt sich schon mal an. Macht dich natürlich auch nervös als Fahrer, wenn du im Rückspiegel siehst, dass dein Kontrahent dir immer wieder näher ans Heck rankommt. Ja, und vor allen Dingen, wenn er größer und größer und größer wird und man irgendwann nur noch, Rivales sieht. Und keine Strecke mehr. Also das ist dann schon so ein bisschen
Eine ganz, ganz eigene Situation. Ja, jetzt entzerrt sich ein bisschen. Der Mercedes scheint da, aber normalerweise ist halt natürlich auch Liniefahren immer ein Thema. Das haben wir auch in der Rennschule. Nächsten Donnerstag, 20 Uhr wieder, gibt es das Thema Rennschule. Wenn es euch da vielleicht Themen gibt, die euch interessieren, was Einstellungen angeht, Aerodynamik, Flügel, Luftdruck, Simracing allgemein, lasst es uns wissen. Wir haben ja Zeit, da können wir drüber sprechen. Da gehen wir dann natürlich immer so Themen nochmal durch, auch was Liniefahren an ist. Was ist Liniefahren, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört? Also genau die Kurve richtig anfahren und durchfahren. Und wenn du die halt nicht optimal triffst, dann kannst du an deinem Vordermann auch nicht vorbeikommen. Weil zum Beispiel der X-Bow ist natürlich jetzt, also der KTM, das ist der rote Wagen, den wir jetzt hier im Bild hinten dran sehen, von Florian Spieler, der rot-weiße Wagen. Vorne jetzt der lila-schwarzfarbene ist der von Thorsten Volkers. Die beiden ja jetzt im Positionskampf. Und wenn du die Linie nicht richtig triffst, kannst du den Vordermann vielleicht auch nicht mit einem leichteren Auto einfangen. Wobei der Mercedes vorne natürlich auch ordentlich Leistung hat. So, jetzt sind wir mal gespannt. Beide gehen jetzt auf die lange Gerade. Jetzt müsste natürlich der KTM X-Bow nah dran kommen. Wir schauen aus dem Heck von Thorsten. Da bleiben wir noch mal kurz dran. So, die Spitze ist wohl in die Box gefahren. Ich vermisse aber einen Fahrer. Wen vermisst du denn? Ah, Philipp Adler. Ah, wir haben es hoch. Und jetzt kommt der Angriff. Beide jetzt nebeneinander. Lassen Sie sich da genug Platz? Nee, da muss er nochmal ausscheren. Der Florian Spieler von Spieler Racing. Die Startnummer 183. Hier klein im Bild. Das ist der rot-weiße KTM. Wir schauen nochmal aus dem Heck von Thorsten Volkers. Der muss jetzt aufpassen. Also beide fahren ja wirklich hoch konzentriert. Jetzt guck mal, wie der hinten am Heck vorbeikommt. Oh, es langt noch nicht. Jetzt am Anbremspunkt müssen wir nochmal schauen. Na gut, er hat ja jetzt noch 45 Minuten Zeit. Also er muss ja jetzt nicht... Oh, da kommt er quer. Habt ihr das gesehen? Da ist er ein bisschen weggerutscht, der Florian Spieler. Aber er ist schon gleich wieder dran. Also hier auch die Realität sehr nah. Yo, Chris ist auch am Start. Hi. Oh, weit raus. Jetzt geht er weit raus. Jetzt ist es passiert. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ja, jetzt haben wir uns da einmal die Kamera verschalten. Jetzt kommt eine Überrundung. Beide machen schön Platz. Das funktioniert perfekt. Hier lassen sie vorbei. Und kämpfen aber noch schön weiter. Ja, Spitze sieht sauber aus. Spitze sieht sauber aus. Aktuell Manuel Rindt hier im Kampf mit dem Severin Ebert. Oh, da ist aber klar. Also hier geht's auch fein, fein zur Sache. Severin, ich habe jetzt gar keinen Namen. Ich könnte auch ein Damennamen sein. Könnte sein, weiß ich nicht. Naja gut, lassen wir mal Männlein, Weiblein so dahingestellt. Bei uns ist ja sowieso jeder oder jede gleich positioniert. Wir unterscheiden ja nicht zwischen Männlein und Weiblein. Da mal kurz zum Thema zu kommen. Wenn ihr Interesse habt am Simracing, ihr seid Rennsport begeistert, wollt das immer mal wieder ausprobieren, dann schaut doch mal vorbei. Der Chris kann auch mal kurz die Laufschrift einblenden, dann seht ihr auch unsere ganzen Kanäle. Wir sind nämlich vertreten auf Instagram, auf Facebook. Wir haben eine eigene Homepage und einen eigenen Discord-Kanal. Hier bekommt ihr überall die nötigen Infos. Seid immer herzlich willkommen, egal ob nur Interessent und möchtet frisch einsteigen oder ihr seid schon länger im Simracing dabei, dann seid ihr natürlich genauso willkommen bei uns. Und wir bieten euch nicht nur eine Rennserie an, nicht nur zwei Rennserien an. Nein, wir haben unter anderem aktuell auf der PlayStation die All-Stars. Da findet morgen das große Finale statt. Wir haben einen Porsche Cup auf der PlayStation. Wir haben auf dem PC-Bereich hier die GT3, GT4 Mixed Season, die wir gerade hier live sehen. Und wir haben eine GT3 Season nur mit GT3-Fahrzeugen. Die sind im 14-tägigen Wechsel. Und somit bieten wir eben viel an. Nur
breite Bandbreite und es gibt auch noch ein neues Projekt mit dem BMC zusammen, unser Sponsor. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den BMC Hockenheim. Da geht es dann nämlich ins Oval im iRacing. Da hat der Chris noch mehr Infos parat. Auf jeden Fall merkt ihr, hört ihr, wir haben viel zu bieten. Da müsste für jeden was dabei sein. Also egal ob Männlein, Weiblein, jung, alt, egal was auch immer, wie auch immer. Auf scheut Englisch. Euch nicht. Kommt vorbei. Ja, auch in Englisch. Irgendwann müssten wir das auch mal machen, sequenziell auf Englisch. Also wenn ihr Fahrer seid auf Englisch, wir versuchen es mal, je nachdem, wenn wir dann die größte Rennserie auf der Welt sind, dann werden wir es auch bestimmt auf Englisch mit anbieten, aber ob wir dann noch weiter Englisch machen oder ob es andere machen. Aber egal, aus welcher Nationalität, also, oh, da gibt's die Berührung! Eieieiei, wo haben wir's? Eieiei, die beiden Streithähne, die vollen Positionskämpfe. Entschuldigung, wenn ich hier da so reingrätsche. Florian Spieler, Thorsten Völkers. Sieht so aus, als wäre es der Fehler gewesen von, und das liebe ich ja wie verrückt, der Fehler vielleicht gewesen von Florian Spieler. Und er hat jetzt gewartet auf den Thorsten Völkers und hat ihn vorbeigelassen. Also wenn das nicht fair ist, also Leute, ihr seht, was Fairness einfach wichtig. Es passieren Fehler, keiner ist böse. Natürlich sind andere jetzt an denen vorbeigefahren, aber der Florian Spieler hat gewartet, bis der Thorsten Völkers wieder an ihm vorbei ist. Und das ist ultra fair. Und da geht mir das Herz auf. Da freue ich mich einfach total. Diese Fairness auf der Strecke. Fehler passieren. Wahrscheinlich mehr als euch allen hier auf der Rennstrecke. Aber schön, wie man dann sieht, wie ihr damit umgeht. Also finde ich ganz toll. Respekt. Ja, definitiv. Sowas. Fair Play, Fair Race. Einfach. Finde ich wirklich schön, dass es die Fahrer auch unter sich wirklich so einhalten. Zeugt einfach auch von Sportsmanship. So, und mal ein bisschen off-topic. Es gibt wieder Neuigkeiten aus der Speedtrap, aus der Geschwindigkeitsmessung. Und zwar, ganz interessant, sind drei Fahrer, die aktuelle Höchstgeschwindigkeit halten, bis aufs km/h genau. Wow. Das ist der Jonas Rode mit 266 km/h. Dann ist es der Reto Ebert mit 266 km/h und der Robert Zimmer ebenfalls mit 266 km/h. Interessant. Alle mit einem R im Namen, kann das sein? Ja. Entweder im Vornamen, Nachnamen. Oh, da gibt's jetzt gleich, glaube ich, den Positionswechsel auf Platz 4 und 3. Ne, 4 und 5 ist das. Entschuldigung, ja. Wir schauen aus dem Heck von Luca Wagner. Der fährt gerade auf Platz 4 von SOR Racing. Und der wird verfolgt von Dieter Brecht. Vom Bodensee, von der Bodensee Racing Group. Also Dieter Brecht auch gut unterwegs auf einem 5. Platz mit der Startnummer 78. Bodensee Racing Group. Auch schön, dass sie hier den Weg gefunden haben. Ich glaube, die Bodensee Racing Group ist auch aktiv in vielen anderen Serien. Da haben die einen oder anderen auch einen Weg zu uns gefunden. Also finde ich auch total schön, dass sie bei uns mitfahren und auch hier sich wohlfühlen. Und er ja auch schon ein paar Mal jetzt dabei. Finde ich richtig klasse. Ja, so. Reto Ebert, RSE, fährt aktuell auf Platz 3. Natürlich kommen jetzt langsam die Boxenstopps. Da müssen wir nochmal warten, bis sich das alles ein bisschen durchmischt. Hast du schon eine Möglichkeit zu sehen? Klar, Florian Hölz war früh in der Box. Ja, das war ja aber klar, durch den schadensbedingt. Ja, ja. Eigentlich jetzt an der Box schon waren, es war jetzt eigentlich schadensbedingt, aber ich glaube, die werden da alle nochmal an die Box müssen. Ich weiß nicht, ob ein Overcut da Sinn macht. Undercuts wird es wahrscheinlich eher weniger geben. Wo es aber ja jetzt gerade richtig spannend wird, ist um P3 in der GT4-Klasse auf P3.
14, 15, 16 auch mit dabei. Hier gibt es richtig, richtig schöne Rennaction. Da ist der David Winneck dabei. David. Ja, genau. Wichtiger Unterschied. David. Genau. Da die beiden gerade am Kampf. Und auch wenn die GT4-Fahrzeuge langsamer sind. Florian Hölz will jetzt überrunden. Hoffentlich geht es gut. Bitte schaut nach hinten in den Rückspiegel. Florian im Ferrari hier jetzt, der mittendrin ist, der möchte natürlich wieder seine Position aufholen. Er ja eigentlich von Platz 2 gestartet, sprengt ein bisschen das Duo jetzt, also den Oliver Martens und den David Winneck. Die beiden hat er jetzt gesprengt ein bisschen, aber die sind schon wieder hintereinander. Ja, die sind, haben da beide wahrscheinlich den Windschatten gut ausnutzen können. Oh, und hier auch, der Flutscher. Schade. Oh, sehr, aufpassen. Sehr. Also auch da GT4-Klasse. Mhm. Es ist nicht nur in der GT3-Klasse Renn-Action, sondern auch GT4, weil die sind alle gleichmäßig langsamer wie die GT3-Fahrzeuge und somit hier auch packende Renn-Action. So. Dann sehen wir aus dem Heck von Dieter Brecht von der Bodensee Racing Group und hinten dran den Luca Wagner im BMW. Der hier auch ein bisschen die Zeit zufährt. Waren vorhin unter einer Sekunde. Dann haben wir hier noch, das müsste jetzt auch interessant werden, am Ende der Gerade. Leon Müller. Hier im Porsche. Von M Racing. Und hinter ihm Severin Ebert. Wie gesagt, haben wir jetzt... Oh, hinten ein bisschen angeschubst. Ebert hat da jetzt ein bisschen hinten angeschubst und hat Müller ein bisschen ins Straucheln gebracht. Beide jetzt nebeneinander. Ui, jetzt beide fahren hier auf die nächste Kurve zu. Die nächste ist eine Rechtsvorteil. Oh, da macht er rüber nochmal. Oh, knappe Kiste. Severin Ebert vorbei jetzt auf Platz 9 an Leon Müller. Und hinten sehen wir auch schon... Ja, den Manuel Rindt auf Platz 11, der sich dann gleich mit einmischt hier. Ein schönes Dreierpack aus der Heli-Perspektive. Ja, vor allen Dingen, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, der Manuel. Das ist jetzt richtig schöne Angelegenheit für ihn. Die beiden vorne dran bekämpfen sich. Er kann somit Zeit gut machen, da zwei Kämpfe immer Zeit kosten. Sprich, man fährt immer etwas langsamer, wenn man Verteidigungslinie oder Angriffslinie fahren muss. Freut natürlich den Manuel hier und kann gut dranbleiben. An seiner Stelle würde ich einfach nur sauber hinten dran fahren, abwarten, was da noch geht. Weil man kann auch profitieren, im Prinzip, wenn man nicht direkt selbst der Angreifende ist. Fährt ja für das Team Two State E-Motorsport, in dem ich auch selbst mitfahre. Fährt sehr viele Rennen und muss man wirklich sagen, sehr fair der Fahrer. Ja. Demnach freut es mich natürlich auch, dass er jetzt durch den Boxenstopp vom Herrn Müller vorgerutscht, aktuell auf P9, aber muss noch an die Box fahren. Somit sind wir gespannt, wie dann nachher das bereinigte Boxenstoppfeld bzw. Fahrerfeld aussieht. Freut mich für den Manuel definitiv, aktuell auf P8 sogar vorgefahren. Hoffentlich kann er das halten, hoffentlich fährt er seine Pace so weiter. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, Manuel, und muss wirklich sagen, toi toi toi. An der Spitze hat sich aktuell noch nicht viel getan. Jonas Rode führt nach wie vor das Rennen vor Philipp Adler, aktuell mit ca. 6 Sekunden Vorsprung. Und dann auf P3 Reto Ebert. Hier alles aktuell noch relativ konstant und sauber am Fahren. Ich wundere mich, warum er mich nicht hört.
Ja, das Mikrofon war aus. Mikrofon ja, aus. Ich muss ein bisschen leiser machen. Also ich habe Info bekommen, dass ich ein bisschen zu laut bin. Und das nehme ich natürlich gerne mal an. Machen wir mal ein bisschen leiser. Ja, und zwar machen wir heute was Tolles. Nach dem Rennen dranbleiben. Wir schalten nämlich heute, also wir raiden den Kanal. Das heißt, wir ziehen alle um und schauen nochmal beim Ronny Lab zu. Der hat dann auch die Highlights fürs Rennen. Da können wir nochmal reinschauen, hat er mir gerade geschrieben. Also von daher, ja, wird bestimmt eine spannende Sache. Ja, hier, Go Manuel, das ist euer Teamkollege, glaube ich, ne? Ist ja, hatte ich gerade erwähnt gehabt, Teamkollege von mir auch. Er ist der Einzige bei uns im Team, der die GT3, GT4 Mixed Season mitfährt. Hm. Der Daniel Albrecht, den seht ihr unter anderem auch wieder nächste Woche Sonntag bei der GT3-Klasse, genauso wie mich auch. Und noch mehr aus unserem Team, also... Auch da freut mich natürlich, wenn ihr dabei seid, denn die Zuschauer der Couchmasters sind auch unsere Zuschauer und auch andersrum. Also freut mich, wenn ihr dabei seid. Und im Chat, Chicken Power. Hi, jawohl, übrigens der Gewinner von der PlayStation-Serie, letztes Rennen. Genau, guten Abend auch an dich. Schön, dass du auch dabei bist. Ja. Ja, er hat ja das Rennen gewonnen, war ja an Valentinstag. Ja. Ja, hat er frei bekommen von seiner Freundin, die auch da war, die mitgeschaut hat. Das war auch super schön und er hat ein super gutes Rennen gefahren in, hilf mir nochmal, Brands Hatch waren wir. Und genau. Hat da einfach ein tolles Rennen gefahren. Also könnt ihr mir nochmal auch alle hier jetzt im Chat zum letzten Sieg in der PlayStation-Klasse gratulieren. Freut er sich bestimmt auf. Und der Chat schläft mal nicht ein. Richtig. Ja, richtig. So, genau. Ja, wo fährt er denn, euer Manuel? Der Manuel fährt gerade auf P7 aktuell. Sehr gut, dann schauen wir uns mal direkt an. Da relativ relativ einsam und alleine. Der Verfolger, der Lars Wintermantel, hat über 2 Sekunden Abstand auf den Manuel und nach vorne dran hat der Manuel auch richtig schön Platz, sprich er kann jetzt mal so schön seine Pace fahren. Und ja, wie sie Doris auch sagt, liebe Grüße an alle Partnerinnen, Partner von den Fahrerinnen und auch Fahrern. Schön, dass ihr uns da in der Simracing-Aktivität so unterstützt. Ich sehe es selber bei meiner Frau. Die schaut selbst den Stream jetzt zu. Also Grüße, Chrissy, einen Stock tiefer. Und demnach richtig schön, dass ihr uns da so unterstützt und auch dabei seid. Während wir hier jetzt so langsam in die Boxenfenster kommen, so circa bei der Hälfte, eine Minute über der Hälfte der Rennzeit. Jawohl. So, ich musste mal was vorbereiten hier im Hintergrund im technischen Bereich. Dann übergebe ich dir jetzt mal ein paar Minuten das Wort, mein lieber Phil. Du darfst die Leute noch ein bisschen unterhalten. Ich bereite hier schon mal noch die nächsten technischen Aktivitäten vor. Die nächsten technischen Aktivitäten, da sind wir mal gespannt. Ja. Aktuell zu sehen, Manuel jetzt auch an der Box. Während sich Philipp Adler natürlich die Führung geschnappt hat, verfolgt oder gefolgt vom Dieter Brecht. Jetzt muss ich mal hier von der Bodensee Racing Group und auf P3 aktuell Steven Reinhardt von SOR Racing, ein richtig interessantes Team, nennt sich Sack of Rice. Ich hab's gesehen. Ja, nicht sorry. Du. Ja. Aber soll vorkommen. Genau. Philipp Adler unterwegs im neuen BMW. Mit einer Maximumgeschwindigkeit gefahren. 263 km/h. Wir auf der Jonas Rode
auf P6, aktuell auch mit der schnellst gefahrenen Rennrunde, mit einer 2 Minuten 19,990, während der aktuell Führende, der Philipp, mit einer Bestzeit von 2 Minuten 20,222, da müssen wir uns noch was überlegen für die Rundenzeit, wenn er die ins Ziel bringt als Beste. Schauen wir mal, was wir uns da noch überlegen. Auf jeden Fall sehr spannend. Wo es auch gerade, gut, sind gerade alle Fahrer recht schön verteilt auf der Rennstrecke. Und genau. Schauen wir gerade mal durch. Also ich bin auch gleich wieder da. Du bist doch die ganze Zeit schon da. Ja. Wir sind jetzt auf, oder wir sehen jetzt den P17 fahrenden Robin Dietzler hier im Bentley Continental GT3 aus dem Jahre 2018. Für das Team Kolbenschmiede. Die hören wir immer mal wieder. Die sind sehr stark vertreten. Also finde ich auch sehr schön, dass es hier wirklich schöne große Teams gibt, die bei den Couchmasters mitfahren. Freut mich natürlich immer mehr, wenn da die Teams noch mehr Anklang finden und vertreten sind. Noch ein sehr schönes Team ist das Intruder Racing Team, was bei uns vertreten ist. Sack of Rice, also SOR. Mittlerweile auch wieder, immer wieder mehr vertreten. Ich finde auch die Namensgebung von den Teams sehr interessant und einfallsreich. Von daher, mich freut's, sorgt immer mal wieder für den ein oder anderen Lacher. Jetzt im positiven Sinne. Weil ein bisschen das Ausgefallene ist heutzutage einfach notwendig, um da auch Anklang zu finden. Ganz genau. Ich versuche gleich mal wieder mit einzusteigen. Tim Pietschmann, aktuell in der GT4-Klasse, Führender im Gesamtklassement, aktuell auf P13. War noch nicht an der Box, genauso wie die Top 3 der GT3-Klasse waren auch noch nicht an der Box. Mal sehen, also da wird es definitiv einen Overcut geben. Schauen wir mal, in welchem Ausmaße. Müssen wir nur noch mal abwarten, wer war denn jetzt noch nicht an der Box? Also die Spitze war auf jeden Fall noch nicht an der Box. Jeweils die Spitzengruppen, die Top 3 der beiden Klassen, waren noch nicht an der Box. Ja. Thorsten Volkers ist gerade an der Box. Und was auch sehr interessant ist, der Robin Dietzler war an der Box, hat eine Standzeit von insgesamt 3 Minuten 16 gehabt, fährt hier im Gesamtklassement auf P17. Ronny Lepp. Gesamtboxenzeit von 3 Minuten 30 im Gesamtranking aktuell auf P22. Also hier wurde definitiv Schaden repariert, wurde definitiv noch mehr gemacht wie nur der Pflichtboxenstopp. Genauso wie Severin Ebert mit 2 Minuten und 3 Sekunden Standzeit, Gesamtklassement Platz 11 und der Nico Höferlin mit 2 Minuten und einer Sekunde Standzeit auf Platz 10. Er rundet damit die Top 10 ab. Genau. Also auch im Bild hatten wir ja vorher schon mal die Startnummer 59. Ist auf jeden Fall also in diesem Sinne auch nochmal vielen Dank an unsere Sponsoren, unsere Partner, die hier so dazu beitragen, dass wir technisch wirklich so ausgestattet sind, mittlerweile auch von mehreren, ich sag jetzt mal, Räumlichkeiten streamen können,
das auch so verbreiten können, dass wir so technisch dastehen, um alle Informationen zu haben, euch diesen, ja, oder dieses Renngefühl auch zu vermitteln, die Renn-Action zu bieten. Der BMC Hockenheim hat da richtig einen ganz großen Teil dazu beigetragen, im Sinne auch nochmal von mir. Vielen, vielen Dank dem BMC Hockenheim für die Partnerschaft, für das Sponsoring. Sind wir natürlich sehr froh drüber. Erleichtert uns natürlich einiges. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt viel, viel mehr zu streamen. Nicht nur die PlayStation bzw. der Konsolenbereich, sondern jetzt hier zu sehen, der Computerbereich, wo natürlich auch die Renn-Action stattfindet. Genau, der Chicken Power, der Daniel, wenn ich richtig bin, hat es geschrieben im Chat, die Eau Rouge fordert manchmal Opfer. Genauso ist es, die Eau Rouge, ja. Sehr, sehr bekannt. Finde ich die bekannteste Kurve oder der bekannteste Abschnitt. Corkscrew noch in genau, die Corkscrew in Laguna Seca. Da gibt es so zwei, drei Kurven, ne? die machen dich, die sind wirklich weltbekannt, ne? Kennt ihr noch welche da draußen? Also wie gesagt, Corkscrew in Laguna Seca, die Eau Rouge. Was sind denn noch so ganz spezielle Kurven? Mal aufwachen da draußen im Chat. Lasst mal euer Wissen hier. Was sind denn noch so spezielle Ecken auf Rennstrecken? Da hätte ich noch was. Warte. The Spoon auf Suzuka. Oh. Louis Sim Racing schreibt, seine erste Nachricht. Schumacher S. Warum findest du das so? Oder, also, muss nicht erklären, aber... Warum findest du es noch anspruchsvoll? Meinst du jetzt den Louis oder meinst du Louis, mich? Ja, auf jeden Fall den Louis. Auch danke für die erste Nachricht. Also er meint Schumacher S. Dann auf jeden Fall am Nürburgring. Ja, genau. Nordschleife, grüne Hölle natürlich. Grüne Hölle, der Begriff von Jackie Stewart hat ihn, glaube ich, geprägt in den 70ern. Und also the Green Hell im Englischen. Und ja, aber Schumacher S, klar. Das sind natürlich viele. Ja, einfach, weil ich das so der Kick auf der Strecke finde. Ja, okay, ja. Es gibt halt wirklich so ein paar Ecken. Ne? Also auch als Fahrer, wo du denkst, wow, die hat's in sich. Ne? Das ist. Aber jetzt kannst du gerne auch nochmal dazugeben, Phil. Ja, wie gesagt, Suzuka, The Spoon, die sogenannte Löffelchen-Kurve, die ganz, ganz langgezogene rechts mit einem Double Apex, also doppelten Scheitelpunkt, wie man es auch nennen mag. Sehr anspruchsvoll. Ich persönlich verliere in dieser Kurve immer sehr viel Zeit, weil ich sie einfach nie perfekt treffe. Daher für mich eigentlich auf Suzuka mit die Kurve, auf die es ankommt. Oder der Louis, die Skyline auf der Bratwurst und Bathurst, Mount Panorama, auch sehr, sehr legendär. Ja, stimmt. Finde ich eine super geile Rennstrecke, Bathurst, also Mount Panorama, gerade bei dem 24-Stunden-Rennen. Apropos, ich glaube heute ganz wichtig, heute ist doch Daytona 500, wenn ich richtig weiß. Heute müsste die Daytona 500 starten, muss mir gleich mal noch ein Nesca-Abo machen. Ja, das, apropos, ja wie gesagt, Daytona 500 startet heute, wir sind auch bald mit einer eigenen Rennserie im Nesca-Bereich unterwegs. Und ja, zwar mit dem BMC. Oh, jetzt beide nebeneinander. Ein bisschen off-topic. Sind aktuell in der Runde 12 von 200. Ja, also es wird eine Weile gehen. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch nochmal so massig Zuschauer. Das so nebenher, aber immer noch zu sehen. Ich muss mal schnell so ein Nesca-Abo abschließen. Apropos Abo, ihr könnt uns natürlich auch abonnieren bei den Couchmasters, unserem Twitch-Kanal. Das bedeutet, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Das sprich, euch kostet es nichts. Wir kriegen aber die Unterstützung dafür. Oder ihr könnt uns auch einen einmaligen Tipp geben, so eine Art Trinkgeld, so wie vorhin es der Frank Slow gemacht hat. Hier nochmal danke. Der hat uns mit ganzen richtig viel Asche unterstützt. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob das angezeigt wird, euch da draußen und ob er das will, ja, dass man das ist. Sagt. Also mit 10 Euro, mega. Da können wir schon wieder Werbung schalten oder wieder ein Kabel, was wir für den Stream brauchen, besorgen. Also vielen Dank. Ihr könnt uns auch ein einmaliges Trinkgeld geben. Wenn ihr natürlich gerade selber spart auf dem Simracing-Rig, um mitzufahren, können wir es natürlich auch verstehen. Aber dann gibt es auch eine Möglichkeit, wie ihr uns helfen könnt. Und zwar geht ins Internet und wir blenden euch mal kurz unsere Laufschrift ein, unten, die jetzt vorbeiläuft. Uns findet ihr nämlich auch in den sozialen Medien. Einmal klar, logischerweise
in Instagram gibt es einen eigenen Kanal, in Facebook haben wir eine Gruppe und auch eine Seite. Da wäre es natürlich ganz toll, wenn ihr die abonnieren würden und liken würden, wenn ihr vielleicht sogar noch euren Bekannten sagt, Leute, geht mal dahin, lasst ein Like da, genauso wie der BMC, der Badische Motorsportclub, da gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr dem folgt und das liked, da helft ihr uns allen und macht im Bekanntenkreis kräftig Werbung. Support ist kein Mord, habe ich mal irgendwo gelesen, das fand ich ganz gut auch, aber von daher wäre es ganz schön, wenn ihr uns da unterstützt. Luis schreibt Skyline auf Bratwurst. Genau, Frank so, Slow, ja, genau. Genau. Philipp Adler und Steven Reinhardt, Platz 1, Platz 2, waren noch nicht an der Box. Ich glaube, vermuten zu lassen, dass die Rechnung aufgeht. Also hier ist definitiv der Overcut gefragt. Jonas Rode aktuell auf P3, liegt aber 1 Minute und 10 Sekunden hinten dran. Das wird definitiv sehr eng werden nach dem Boxenstopp von Philipp Adler und dem Steven Reinhardt. Ganz genau. Weil der Philipp ist ja Team Kolbenschmiede, Platz 2 und Platz 3. SOR Racing, ich liebe diesen Teamnamen, Sack of Rice. Der Sack voller Reis. Ja. Der fällt wohl um, aber da fällt keiner, sondern die fallen eben nur momentan jetzt auf der Spitze. Ganz genau, also da glaube ich, wird es nochmal richtig, richtig spannend werden, wenn die hier an die Box kommen, die beiden. Ah, Philipp Adler fährt noch eine weitere Runde und der Steven Reinhardt, ob er jetzt reinfährt und no. versucht, nee, fährt rein. Auch noch weiter. Ich glaube, also, der wird sich... gespannt. Ja, guck mal, die haben auch ihr Logo hier auf der Seite drauf. S und dann der Sack und R. Der Sack auf Reis. Ja, genau. Sack of Rice Racing. Naja, gut, vorne also... Vorne auf der Motorhaube steht Reishunger. Ja, müssten sie dann normal nicht japanisch... Oh, das darf man ja gar nicht fragen. Da haben wir ja schon mal Ärger gekriegt oder der Ralf Schumacher aber was gesagt hat. Ja. Ich zieh zurück. Und auch auf der Seite sehr schönes, feines Logo hinter dem Vorderrad. Chris, versuch's mal zu erkennen. Versuch's, wo haben wir's? Wo hinter dem Vorderrad? Ja, hinter den Vorderrädern. Kenn ich gar nicht. Weiß nicht, was das für ein Logo sein soll. Auf jeden Fall, ich finde diese... Custom Liveries, wie man sie im Fachjargon schimpft. Du meinst das hier auf dem schwarzen Flügel, ne, hinter den Vorderrädern? Ja, ganz genau. Mit dem gelben Right. Viereck und mit dem... Ja, keine Ahnung, was das für ein Logo sein soll. Auf jeden Fall, ich finde diese selbst erstellten Lackierungen und Designs der einzelnen Fahrer und Teams richtig, richtig genial gemacht. Also finde ich auch richtig klasse, dass die Fahrer und die Teams sich da die Mühe machen, alles einzeln zu erstellen, zu designen. Ich selbst weiß es. Für unser Team macht es nämlich der Daniel Albrecht, hat die Lackierung bzw. Designs entworfen und designt. Es ist eine sehr langwierige Arbeit. Braucht sehr viel Zeit, ist sehr anstrengend und man braucht auch ein kühles Köpfchen dafür. Finde ich trotzdem richtig klasse, dass es die Teams wirklich machen und da Individualität mit reinbringen. Absolut. Individualität. Chicken Power schreibt nochmal, meine Freundin hat sogar ein T-Shirt bestellt, ich nehme mal an, von den Couchmaster, wird bei den Rennen getragen. Das ist natürlich sehr cool, das könnt ihr machen. Wir haben nämlich eigenes Merchandise, und zwar auf www.sas-motorblog.de gibt es den Bereich Shop, da könnt ihr drauf gehen und dort gibt es dann auch richtig cooles Zeug, das ihr bestellen könnt. Genauso wie ich glaube ich weiß, Chicken Power, der Daniel, ne? Der ja das letzte Rennen gewonnen hat, seine Freundin, die Vanessa dann, wenn ich mir die Namen richtig gemerkt habe, die waren ja da am
am Start, waren auch ganz toll im Chat dabei. Also wenn ihr wollt, schickt auch gerne ein Foto von euch zusammen. Wir posten es auch total gerne auf unserem Instagram-Kanal in die Story rein. Über so einen Support freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr draußen in die Welt unser Logo rumtragt. Ist natürlich eine richtig coole Sache. Ja, wie gesagt, auch Doris schreibt, tolle Idee mit dem T-Shirt. Oh, da gibt es den Dreher von Luca Wagner, SOR Racing, das Sack of Rice Racing hier. Hat er sich gedreht, fällt er aber wieder. Gott sei Dank hat er Luft nach hinten und vorne. Ja, er spart ihm jetzt aktuell so ein bisschen die Positionskämpfe. Ja. Aber wobei, ja, der, der Florian Hölz, der ist im Anmarsch. Der sagt sich da wahrscheinlich, du rutschst da vorne schon ein bisschen rum. Ich komm und will mich dir noch schnappen. Auch Fluss Racing bei Team Kolbenschmiede. Also Kolbenschmiede auch wieder stark vertreten. Ja, wir schauen nämlich jetzt aus dem Heck nochmal von Luca Wagner. Und er hat jetzt da hinten das kleine Auto, was bald wahrscheinlich in größeren Schritten näher kommt, ist dann der Florian Hölz. Und Frank Slow auf dem Reiskorn ausgerutscht. Vielleicht haben die so eine Klappe, wo die hinten den Reis rausschmeißen. Oh, das war jetzt wieder. Aber es ist auch immer wieder geil im Motorsport, das beobachtest du immer. Beim Bremsen ist der komplett hinten dran, dein Gegner. Also der ist hier komplett im Heck. Also der könnte, wenn er den Arm ausstreckt, lang geht hier hinten an den Heckflügel, theoretisch, ja. Aber beim Rausbeschleunigen, so wie jetzt, ist wieder gefühlt 2 Kilometer Platz. Also da sieht man mal, ne, wie nah man da zusammenkommt und was Beschleunigung und das alles macht. Ja. Little Ice Tail schreibt, plant ihr auch eine Serie für die PS4? Haben wir die ganze Zeit am Start. Morgen fährt ja quasi die PlayStation All-Stars. Montags sind immer die Rennen der PlayStation, sonntags für PC, also das gibt's auch. Wir haben nur ein Riesenproblem, wie du vielleicht gehört hast. Gibt es ein Update und es könnte passieren, dass PlayStation 4 und PlayStation 5 Fahrer nicht mehr zusammenfahren können. Und da wir mittlerweile ja mehrere hundert Mitglieder sind, ist es schwierig, hier ein Rennen zu organisieren. Oh, da muss er ein bisschen nehmen, die Strecke. Aber wir sind dran, dass wir auch hier mit PlayStation weiterfahren. Wenn es vielleicht nicht klappt mit Assetto Corsa, es gibt ja noch andere Simulationen. Oder wenn du eine Idee hast, kannst du uns das auch gerne schreiben. Dann werden wir vielleicht auf eine andere Simulation ausweichen, wenn es geht, wo PlayStation 4 und PlayStation 5 Fahrer zusammenfahren können. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob es das gibt. Und also von daher, Little Ice Tea, wenn du da interessiert bist, schreib uns doch mal oder schau doch mal vorbei, www.couchmasters.de. Dort gibt es dann alle Links zum Discord-Kanal, da kannst du dann reinkommen und dann können wir dich da auch nochmal ein bisschen aufklären. Also wir fahren auf jeden Fall noch auf Konsole, wir müssen nur schauen, wie wir das weitermachen. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn du dazukommst. Ja, definitiv, denn neue Fahrerinnen und neue Fahrer sind bei uns herzlich willkommen. Einfach auch mal runter scrollen zum Beispiel unter das Live-Fenster. Hier habt ihr die Möglichkeit auch direkt auf Instagram zu kommen oder auf den Discord-Kanal. Das ist der direkteste Weg zu uns bei Fragen, bei Anregungen. Gerne Fragen. Es gibt keine blöden Fragen. Es gibt auch keine blöden Antworten. Wirklich jeder. Wir freuen uns über jeden. Definitiv. Ich weiß nämlich viele und genau. Um die Frage für den Daniel zu beantworten. Morgen, ja natürlich, PS4, PS5, die PlayStation All-Stars werden morgen natürlich auch gestreamt. Mit dem Chris und mit mir zusammen als Duo. Sprich, wir sind auch schon richtig heiß drauf. Denn auch da GT4, GT3, wir dürfen definitiv gespannt sein. Ganz genau. Also ich glaube, es war auch eher eine Aussage oder beziehungsweise Daniel, wenn ich richtig weiß. Ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert bei Chicken Power. Also glaube ich eher eine Aussage, dass das morgen auch gestreamt wird. Also morgen 20 Uhr die PlayStation All-Stars. 20 Uhr geht's los, ne? Genau. Wir werden dann die Ablauf haben. Wir sehen, glaube ich, 2 Rennen, ne? Wenn ich richtig bin, Phil. Genau. Wir sehen einmal das GT3-Rennen und im Anschluss dann das GT4-Rennen. Somit wird da definitiv Renn-Action-Vielfalt geboten sein. 2 verschiedene Klassen, Superfahrerfeld, also die Qualifizierten, die sind da echt nah beieinander. Und da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. So, der Jonas Rode nach wie vor auf Platz 3 hinter dem Steven Reinhardt und dem Philipp Adler.
nicht nur hier entscheidend ist die Boxenstrategie, sondern auch der Tim Peachmann. Da haben wir ihn gerade im Bild. Auf Stichwort. Jener einer war nämlich auch noch nicht an der Box. Vom Robert Pleat verfolgt. Allerdings ist er auch dann damit jetzt noch führender in der GT4-Klasse. Genau, der Tim Peachmann führt aktuell die GT4 an vor dem Robert Pleat und dem Lennart Pfeil. Also hier auch mit der Boxenstrategie sind wir gespannt, wann wer in die Box kommt. Definitiv ganz, ganz massive Overcuts gefahren. Und der Philipp Adler nach wie vor immer noch nicht an der Box gewesen. Also, und es sind nur noch 6 Minuten 45 zu fahren. Hoffentlich vergessen sie es nicht. Ja. Also die Namen habe ich mir auf jeden Fall schon mal richtig gemerkt. Super. Ja, also dann kann ich schon mal sagen, Lil Ice-Tee, wenn du natürlich zuschauen willst, kannst du das auch sehr gerne machen. Und wenn dein Sohn interessiert ist, bei uns mitzufahren, meldet euch einfach mal bei uns. Wir haben auch eine Rennschule donnerstags für PlayStation, wo wir auch ganze Dinge nochmal erklären, wie das funktioniert mit Auto einstellen, wie man Linie fährt und, dass man also auch hier Neulinge nicht ins kalte Wasser schmeißt. Vielleicht fährt dein Sohn ja auch schon richtig schnell und ist erfahren, das weiß ich nicht. Also von daher würden wir uns freuen, schaut einfach mal vorbei. Ja, wie der Film immer sagt, wir freuen uns über jeden. Ganz genau, so schaut's aus. So, der Robert Pleat, Zweitplatzierter der GT4-Klasse, befindet sich aktuell in der Box. Die Boxeneinfahrt oder allgemein der Weg zur Box ist ein sehr, sehr langer. Ja. Gut, aber den müssen alle fahren. Ja, genau, den müssen alle fahren, da kommt keiner drum rum. Ja, hier, schau mal. Entschuldigung, ja, Vanessa, dann brauchen wir mal deinen Account. Das machen wir jetzt live nebenher. Wenn du Follower willst, dann sag's mir, dann sage ich, wie dein Accountname ist oder du schreibst ihn mir jetzt und dann folgen wir dir. Dann hast du uns aber nicht verlinkt. Doch, hat sie. Achtung, hier krass. Ja, zurückzukommen auf die Boxe. Sehr, sehr langer Weg. Kostet definitiv sehr viel Zeit. Will gut geplant sein. Deswegen bin ich ja auch gerade so gespannt, wie das hier jetzt ausgeht. Und auch, wie es in der GT3 ausgeht, was da denn noch möglich ist. Denn der Jonas Rode, eine Minute hinten dran und der Steven Reinhardt 15 Sekunden hinten dran. Das wird ein sehr enges Duell und wird definitiv durch die Boxenstrategie entschieden. So meine Prognose. Natürlich kann ich auch falsch liegen. Du doch nicht. Tim Peachmann? Ich doch nicht, nein, niemals. Auch ich, egal ob ich fahre oder nicht, kann mal falsch liegen, kann mich irren. Tim Peachmann jetzt geht auch an die Box. Somit ist dann die GT4-Sektion zumindest alle bereinigt und wir haben dann, wenn alles gut geht, den Tim Peachmann auf P1, den Lennart Pfeil auf Platz 2 und den Tim Steinbrecher auf Platz 3 der GT4-Klasse. Philipp Adler ist nach wie vor noch nicht an der Box und der Steven Reinhardt ist auch bisher noch nicht an die Box. Entweder kommt der Steven jetzt an die Box oder nächste Runde. Sind wir gespannt. Steven Reinhardt fährt an die Box. Somit fehlt jetzt noch der Philipp Adler. Das gibt ein Ding auf Biegen und Brechen. Nebenbei erwähnt, der Jonas Rode mit einer neuen, nicht nur persönlichen Bestzeit, sondern auch die Purple Lap, so genannt, die schnellste Rennrunde im ganzen Rennen gefahren, mit einer 2 Minuten 19,062. Also, sehr schöne Zeit gefahren. Ja, also hat momentan schnellste Zeit Jonas Rode, SOR Racing.
Also nochmal kurz, wie gesagt, wichtig, unterstützt uns, liked unsere Kanäle, wenn ihr jetzt auf den Instagram-Kanal geht, ihr sagt es ja schon, wir folgen der Vanessa, aber die hat schon mal das coole Merchandise gepostet, auch jetzt in der Story von Couchmasters Official zu sehen, wir haben es repostet, also so Zeug könnt ihr bestellen auf www.sas-mutterblog.de, sowas hilft uns natürlich auch, ihr habt einen Vorteil, ihr habt was Cooles zum draußen zeigen. Und ihr unterstützt uns wieder, dass wir noch mehr Rennen, noch mehr Sachen zeigen können. Ja. Von daher ganz spannend. Und der Chris, weiß ich definitiv, ist auch immer offen, wenn ihr noch etwas Personalisierteres haben wollt. Genauso das Poloshirt, was wir anhaben. Nimmt der Chris gerne Anfragen an. Das ist natürlich alles kein Problem. Weil, ja, ich muss es zugeben, ich mache das selber, ich drucke das selber, aber alles, was die Couchmasters ist, ist der Chris als Ansprechpartner. Alle Anfragen bitte an ihn. Er ist da natürlich auch offen, noch ein bisschen was Personalisierteres, was jetzt nicht unbedingt direkt im Merchandise-Shop zu sehen ist. Kissen zum Beispiel. Da warten wir immer noch auf ein Bild. Ist aber schon unterwegs, das lag an mir. Der Senior Löbert, wenn er gleich weiß, das müsste ihn jetzt, glaube ich, erreicht haben mittlerweile. X12R13, Tag. Auch ja, mal schön, Tag, dass er am Start ist. Und Philipp Adler fährt an die Box. So, jetzt sind wir mal gespannt. Wann kommt er raus? Der Führende fährt jetzt an die Box. Eine Minute, 25 vor Rennende, fährt er in die Box rein und versucht es hier nochmal klar zu machen. Ich muss nochmal ein bisschen weiter zurück. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut für euch. Ich habe nämlich vorhin den Hinweis bekommen. Also, ja, jetzt sind wir mal gespannt. Er fährt rein, wo er am Ende rauskommt. Also entweder die letzte Runde hat er auch richtig für ihn, ne? Entweder hat er es richtig klug angestellt, seine Kolben richtig schön geschmiedet, dass alles einwandfrei gebuddert läuft. Das ist eine lange Einfahrt, ne? Was du gerade gesagt hast. Da muss in die zweite Boxenanlage. Jetzt müssen wir mal gucken, Jonas Rode, wo ist denn der? 45 Sekunden hinten dran. Oha, das wird aber das wird nicht klappen. Es wird auf jeden Fall verdammt eng. Also wir haben jetzt verdammt eng. Genau, Jonas Rode im Bild. Wir haben nur noch 35 Sekunden. Na gut, das wird, wenn... Boah, ich will das gar nicht ausmalen. Also, ey, was ist ja eine knappe Kiste. So, er ist immer noch nicht an der Box. Dann hat er noch Standzeit. Ah, das ist schade. Das wird er, glaube ich, nicht schaffen. Also, Philipp Adler steht jetzt an der Box vom Team Kolbenschmiede. Ah, schöne Lackierung, schöne Sticker da oben drauf. So, jetzt, da kommt er schon. Nee, da geht er vorbei. Also, aber er fährt jetzt auch schon wieder raus. Oha. Oha! Er fährt wieder raus. Boah, das wird eine knappe Kiste. Philipp Adler, das macht er wirklich. Was für eine kurze Standzeit. Einfach nur ein Splash and Dash gemacht. Nochmal vielleicht ein oder anderen Liter hat somit mega nicht die Reise. Bleibt in Alter Führung. Schwede. Alter Schwede. Ja. Also. Boah. Schau mal. Da kommt jetzt erst noch, ja, Jonas Rode. Letzte Runde, Leute, letzte Runde. Und einfach, das war ja genial. Also das ist schon ein Fuchs. Philipp Adler vom Team Kolbenschmiede, muss man sagen. Das war jetzt schon in der letzten Runde. Eine Stunde gefahren, in der letzten Runde gehe ich in die Box und mache das Thema fertig. Ist ja geil. Nur noch mal Splash and Dash, 2-3 Liter reingetankt, dass er die letzten 1-2 Runden fahren kann. Alte Reifen drauf, verrückter Kerl, also definitiv, aber richtig kranke Leistung, 6,5 Sekunden, gut, Jonas Rode wird da definitiv nochmal ein oder anderes Zehntel rankommen, weil der Jonas hat natürlich die besseren Reifen, aber ich glaube, der Philipp lässt da nichts mehr anbrennen, nee. Ist ja einfach auch, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, die haben gestern ein 9-Stunden-Rennen hinter sich gebracht auf Kialami, also da heute auch nochmal eine Stunde. Und heute nochmal eine Stunde, also es sind echt verrückte Kerle von der Kolbenschmiede, die haben es richtig drauf. Ja. Muss man wirklich sagen, Chapeau und Hut ab. Motorsport ohne Ende. Aber wir sind auch morgen wieder live, nicht vergessen, morgen geht es nämlich weiter mit den PlayStation All-Stars, 20 Uhr. Ich lese sogar auch noch, kriege einen Hinweis, Lil Ice-T, der Sohn fährt morgen auch mit. Also auch toll, da passt ja auch wieder das Thema, was wir hatten, dass die Familie da Unterstützung hat. Also, ja, haben wir gerade noch gesehen, Lil Ice-T schreibt auch hier, dass er morgen mitfährt, der Sohn. Da sind wir mal gespannt. Wir wissen ja nicht, wer es ist. Aber drücken auf jeden Fall die Daumen, ihr wisst. So, letzten Meter, noch einmal durch die Schikane, einmal über die Gerade. Was ein Verrückter, hey. Also, dieser Philipp Adler. Da macht er Platz. Philipp Adler, freu dich noch nicht zu früh.
Jawohl, also hier fertig. Glückwunsch an Platz 1, Philipp Adler, Team Kolbenschmiede. Dann schauen wir mal natürlich weiter. Platz 2 hier für Jonas Rode, SOR Racing. Glückwunsch hier an den Zweitplatzierten. Das Podium schließt ab, ebenfalls Steven Reinhardt von SOR Racing, Sack of Rice Racing, auf einem guten dritten Platz hier das Podium komplettiert. Dann kommt rein Dieter Brecht, Bodensee Racing Group, der kommt hier rein auf dem super vierten Platz, hat er auch ganz toll gemacht, ganz gutes Rennen heute gefahren. Reto Ebert, auch ganz klammheimlich hier den fünften Platz ins Ziel gefahren, hier sicher und gut gemacht, sehr schön. Florian Hölz, muss man mal überlegen, Platz 2 gedreht, war ganz hinten und kommt hier jetzt noch auf Platz 6 rein. Das ist sehr schön. Und ganz zum Schluss gibt es noch hier eine Strafe, eine Durchfahrtsstrafe für den Luca Wagner. Da ist er im Bild. Schade. Oder beziehungsweise 80 Sekunden Zeitstrafe. Wahrscheinlich Track Limit oder zu schnell in der Box. Platz 8 haben wir den Nico Höferlin. Da kommt er gleich. Auch hier nochmal gut nach vorne gefahren. Auf Platz 8. Richtig gut. Letzten Kurven für ihn. So, Startnummer 597 auf Platz 8. Glückwunsch, da kommt er über Start und Ziel. Beziehungsweise über Ziel, Start ist woanders. Jawohl. Und auch hier Robert Zimmer, Diamond Racing hier auf Platz 9. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und die Top 10. Severin Ebert, RSE, hier abgeschlossen die Top 10. Ab den Top 10 überlasse ich es dir weiter, mein lieber Phil. Genau, auf Platz 11 haben wir den Lars Wintermandel, auf Platz 12 den Robin Dietzler, auf Platz 13 den Lars Meisner. Glückwunsch von meiner Seite an meinen Teamkollegen, an den Rin. Auf Platz 14 der Ronny Lepp. Auf Platz 15 und der, Moment, jetzt ist es umgesprungen, sowas aber auch. Der Leon Müller auf Platz 16. Und jetzt kommen wir zur GT4-Klasse. Da hat gewonnen, auch da nochmal herzlichen Glückwunsch, der Tim Pietschmann auf Platz 1 der GT4-Klasse. Platz 2 Lennart Pfeil und Platz 3 Tim Steinbrecher, somit das Podium komplettiert. Erstmal an das Podium, herzlichen Glückwunsch. So, dann haben wir P4 den Oliver Martens. Platz 5 den Robert Pliet. Platz 6 den David Winneck. Platz 7 Florian Göldenitz. Und Platz 8 den Thorsten Volkers. Auch an die GT4-Klasse natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Und habt da definitiv richtig klasse gemacht. Ich bedanke mich von meiner Seite aus bei allen Fahrern. Es war ein definitiv sehr spannendes Rennen und wir haben heute gesehen, der Philipp, der kann nicht nur im Qualifying so die ein oder andere beste Rundenzeit ganz zum Schluss nochmal abschnabumseln, sondern auch mit einer idealen Boxenstrategie den ersten Platz klar machen, auch wenn er den relativ nah am Anfang verloren hat. Ja. Also hier noch ein paar Fahrzeuge. Weiß man gar nicht, was da passiert ist. Oh, da gibt es schon wieder die Berührung. Die beiden jetzt nach dem Rennen. Es sind aber unschöne Bilder. Ich weiß nicht, warum ihr da Boxauto gegen Ende spielt. Oliver Martens. Vielleicht, weil das Rennen rum ist, aber die waren es jetzt zweimal in der Kiste, als du geredet hast. Und den anderen sind sie da reingefahren. Jo, das war das Rennen der GT3, GT4 Mixed Sprint Series. Hier auf dem virtuellen Kurs Spa-Francorchamps. Also das Rennen ist zu Ende. Und ach, hier schau mal. Ronin ist es. Das ist, Ronin. Super, schön. Also, die machen Quatsch, schreibt der Tim. Okay, alles gut. Ja, ich habe schon hier gedacht, vielleicht gibt es noch Reibereien hinten dran oder irgendwas. Also sehr schön, dass ihr alle nochmal jetzt gegen Ende da seid. Das war das Rennen der Couchmasters in der Klasse PC, beziehungsweise auf dem PC in der Klasse GT3, GT4 Sprint. Am nächsten Sonntag gibt es dann die GT3-Klasse wieder, aber vorher, morgen, gibt es nämlich auch mit Ronin am Start, wie wir gerade erfahren haben, und viele anderen, auch Daniel müsste am Start sein, morgen bei den PlayStation All-Stars. Es geht ins Finale, also schaltet da bitte ein.
Und dann am nächsten Donnerstag machen wir nochmal die Rennschule. Auch wenn ihr da Themen habt, schreibt uns in Instagram oder auf über die Webseite in Discord. Wenn ihr mal ein Thema habt, wo ihr Hilfe braucht, das können wir gern hier in dieser Runde besprechen. Also, war aber trotzdem ein mega Rennen. Glückwunsch ans Podium. Phil, du hast ja schon mehr oder weniger dich ausgeklinkt, aber du willst noch was dazu sagen, oder? Also, ich wollte jetzt einfach auch nochmal sagen, vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier im Chat so fleißig dabei waren, haben den Stream hier wunderbar ergänzen können, auch an die Fahrerinnen und Fahrer. Ein richtig, richtig geiles Rennen. Mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Der Chris hat es vorhin schon angeschnitten. Wir gehen jetzt über zum Ronny Lab, bei dem wir dann live im Stream noch ein paar Highlights sehen können. Also, wenn euch das interessiert, natürlich dranbleiben und zuschauen. Da bekommt ihr, ja, ich sag jetzt mal so, ein paar versteckte Einblicke nochmal in die Highlights. Seid gespannt und dann bleibt von mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis hoffentlich morgen. Auf jeden Fall. Danke für deine Worte. Genau, möchte ich mich nur anschließen. Also dranbleiben, es lohnt sich. Wir schauen jetzt vorbei beim Ronny Lab, den wir gerade gesehen haben. Er schaut da nochmal vorbei. Also Frank Slow, auch hier nochmal schönen Abend wünschen wir dir. Daniel und Vanessa wünschen wir auch nochmal viel Spaß. Tim Pietschmann ist nochmal, danke für den Stream, schreibt er natürlich sehr gerne. Doris auch, wir sind auch gespannt auf morgen. Wir drücken dem Ronny natürlich auch die Daumen, wenn die Mutti auch mal zuschaut. Lil Ice-T, Entschuldigung, muss mal ein bisschen Englisch aussehen. Also wünsche euch noch einen schönen Abend. Dranbleiben, nicht vergessen, morgen 20 Uhr PlayStation All-Stars, Donnerstag 20 Uhr die Rennschule und nächsten Sonntag die GT3 auf PC und bald auch nochmal hier die ganzen Geschichten über das Thema iRacing mit dem BMC. Also, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dranbleiben. Wir gehen jetzt rüber zum Ronny nach den Trailern. Also, schönen Abend. Bis dann. Musik.